Hallo liebe Kampfsportfreunde, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Saito Sport TV. Wir sind heute in München angekommen. Lukas Cruz kommt zum Short Notice Einsatz gegen Odunio, ein PFL-Veteran aus England. Und ja, was ist zu sagen, er ist ein Rechtsausleger, ist gut im Stand-up. Und ja, wir haben uns in der kurzen Zeit so gut wie es ging darauf eingestellt. Und deswegen freuen wir uns alle sehr gespannt auf diesen Kampf. Fala galera, meu nome é Lucas Cruz, tenho 21 anos, sou de Fortaleza, Ceará, do Brasil, sou do time Sayato. To my service. Oder Roomkeeping, oder? Erreiche ich euch gar nicht. Was ist denn los? What's up? So, wir sind jetzt in einem guten Gym angekommen, 4000 Quadratmeter, verteilt auf 4. Ne, die Jungs machen sich jetzt warm, fangen an ihren Körper auf Temperatur zu bringen. Das macht das die Gewichtsreduzierung einfacher, nachher später in der Sauna die letzten Kilos. Aber die Jungs, die haben nicht viel zu machen, Lukas muss jetzt noch 2,8 Kilo machen. Raphael 2,6, also die sind im guten Gewichtslimit, ganz professionell, wirklich so wenig wie möglich über Wasser machen. Das ist unsere Sayato-Devise und so können die Athleten immer gute Performance abliefern. So Leute, wir haben jetzt 30 Minuten hinter uns. Lukas hat angeschwitzt, wir gehen jetzt in die Sauna. Und ja, ich denke mal, je nachdem wie er Wasser verliert, werden wir dann einfach mal schauen, wie viele Gänge wir benötigen. Aber er hat schon gut geschwitzt. Favela-Style halt. Favela-Style. Ja, mit Lukas ist es so, dass wir angerufen wurden vor 2 Tagen, also vier Tage vor dem Kampf, ob wir einen 77-Kilo-Kämpfer haben. Und wir waren gerade im Training mittendrin und dann wurde das Training beendet und dann kam der Anruf und ich dachte so, okay, eigentlich haben wir jemanden. Wir haben Lukas Cruz, der kämpft in 5 Wochen erst in Dubai und er würde vorher noch einen Kampf machen. Also über 5 Wochen hat er noch Zeit zum nächsten Kampf. Und haben den Kampf angenommen. Wir haben gesagt, wir machen das, haben uns den Gegner angeschaut und es hat ganz gut gepasst. Und ich denke mal, der musste nicht so viel cutten jetzt bis zum Kampf. Es waren jetzt knappe 5 Kilo gewesen. Das passt, deswegen haben wir gesagt, wir machen das. Und somit ist er eingesprungen und ist jetzt bei Octagon dabei. Wie ihr wisst, haben wir hier unseren speziellen Fleischer hier. Man nennt ihn auch den Fleischer. Yes. Matthias. Fleischer des Weight Cuts. Der absolute Präzision weit. Das macht er richtig gut, aber ab und zu mal frische ich dazwischen und ärgere ihn ein bisschen. Aber wenn jemand einen auf den Punkt genau
auf die Waage bringen kann, Toleranz von 50 Gramm, dann ist es Matze. Da ist er. Teamarbeit. Ist alles Teamarbeit. Und ich ärgere ihn immer, ich muss ihn ab und zu ärgern. Ich mache es sonst zu einfach für ihn. Das macht er einfach aus dem Ärmel geschüttelt. Deswegen ärgere ich ihn ein bisschen, damit er ein bisschen das Schwierige hat. Ja, ansonsten macht das richtig gut. Das ist hier wie am Fließband geht das hier. Ich glaube, der könnte 6 gleichzeitig cutten. 6 Kämpfer. Lukas muss noch ein bisschen mehr machen. Er hat noch 1,4 noch. Wir lassen ihn noch einen Tick runterschwitzen und dann lassen wir ihn auch schlafen. Damit ist es erledigt für heute. Guten Morgen, 7 Uhr. Wir machen jetzt die Jungs wach, wir checken ihr Gewicht und ja, wir hoffen, dass die Jungs alles haben und wir ganz entspannt um 8.40 Uhr auf die Waage gehen können. Ja, scheiße. Ja, ich auch. Tudo bom. Bateu o peso? Cara, nessa balança tá dando uns 7.700, né? É? You have it? Passt alles, der Weight Cut hat erfolgreich funktioniert und wir sind mega müde. So Leute, wir sind jetzt hier bei Octagon. Lukas hat jetzt seine Fight-Sachen bekommen. Er probiert jetzt die Handschuhe an, die er im Kampf dann anzieht. Und dann beginnt die offizielle Waage und der Stare-Down mit seinem Gegner. Schon wieder jetzt?
sind am Schalter. So Leute, wir sind jetzt angekommen in Fight Club Munich. Ein richtig schönes Gym ist hier entstanden aus einer alten Sparkassenfiliale. Ja, wir sind jetzt kurz vorm Kampf. Wir sind jetzt nochmal hier, um uns aufzuwärmen, uns nochmal ein bisschen zu dehnen, nochmal uns so ein bisschen den Kampf zu visualisieren, voreinander ein paar Techniken durchgehen. Und dann war es das schon. Dann gehen wir 16 Uhr rüber zum Audi-Dom. Dort kriegt Lukas seine Hände gemacht. Wir haben einen festen Termin. Und dann wird er um 18 Uhr als Erster kämpfen. Man, he is on shape. Der ist richtig scharf. Der wird heute ein Feuerwerk abbrennen. Ja, ich freue mich auf den Kampf. Lucas Favela Cruz. So Leute, die Sachen sind gepackt. Wir gehen jetzt rüber zum Audi-Dom. Dort hat Lucas einen Termin und wird um 16 Uhr die Hände gemacht bekommen. Ja. Und ihr seid live dabei. Also die Cutmans waren hier, haben Lukas die Hände gerade fertig getaped und jetzt beginnen wir mit dem Warm-up. Wir fangen langsam an, werden dann kurz hochfahren, sodass er den Puls schon mal kurz oben hatte und dann müssen wir nur noch die Temperatur halten und gehen in den Käfig, um dann endlich zu kämpfen. Octagon 39, Lucas Cruz und Rafael Javier kämpfen heute. Wir sind jetzt kurz vorm Lucas Kampf, der ist nochmal kurz. Und Aufwärmung ist soweit durch, in 5 Minuten werden wir aufgerufen und dann geht's los. Ja, dann starten wir das Feuerwerk. Boom! Go! Ja, das ist aber. Ich bin
uns auf das Spiel. Zurück nach Berlin. Lukas hat seinen Kampf gemacht, seinen ersten Kampf bei Octagon, ist 4 Tage vorher eingesprungen, Short Notice, eine Gewichtsklasse höher, hat einen Mega-Kampf gemacht, also wirklich unglaublich. War angeschlagen selber gesundheitlich, musste seinen Weightcut ein bisschen improvisieren mit dem Weightcut. Aber wir haben echt ein gutes Team, ein sehr professionelles Team, auch beim Weightcut, auch der Matze, der Kujan und alle anderen Jungs haben sich darum gekümmert. Es hat gut funktioniert, er ist in den Kampf reingegangen. Hat einen richtig, richtig guten Newcomer aus dem British Top Team geschlagen und hat sich sozusagen in den Herzen der Octagon-Fans in Deutschland gekämpft. Und ihr werdet ihn sehr, sehr bald sehen. Er kämpft in 4 Wochen in Dubai und dann gucken wir mal, was da passiert. Okay.